Und herzlich willkommen zurück zu Total Chaos Folge 2. Ja, ich hatte es jetzt einfach nur minimiert gehabt. Also nicht wundern, dass es direkt wieder kommt hier. Ohne Ladescreen. Alter, was ist das denn hier, bitte? Ein fucking Umspannwerk. Hier werden aus 12 Volt 6 Volt gemacht. Spaß. Alter. Das sieht schon geil aus, ne? Ich meine, gut, Personenschutz, fraglich. Arbeitsschutz wird hier wahrscheinlich sehr groß geschrieben. Alter, hier gibt es so viele Wege. Alter. Aua. Es wäre halt geil, wenn die... Also, es wäre halt, ne, Gameplay-technisch nicht so geil, aber es wäre halt detailtechnisch geil, wenn die wenn die Blitze uns schaden würden. Das wäre halt schon nicht so schlecht. Oh, hä? Achso, nicht da waren wir gerade. Alter, hier gibt es so viele Kackwege. Oh, guckt euch das an. Ja, nee, leck mich am Arsch. Gut, andererseits, wir haben noch diese... Ja, wir haben hier diese Kackleuchtdinger da. Dann nutzen wir davon einfach mal ein. Ja. Doppelklick ist benutzen, genau. Und jetzt direkt mal rein. Ja gut, besonders hell sieht jetzt nicht gerade. Oh, hier ist Ende. Aber wenigstens einen richtig schönen Flimmer-Effekt haben die. Hier lang? Ja. Oh. Ah, direkt noch ein. Noch so ein Leuchtfeuer. Oh. Was? Schon aufgebraucht? Alter, wie kurz halten die Dinger gerade mal? Das ist ja nicht sehr schön. Kommen wir durch? Nein. Wir müssen natürlich den Weg wieder zurückgehen. Die Tür ist auch geschlossen, natürlich. Finden wir auch so einfach zurück? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Weg ungefähr gebaut, weil wir versuchen es einfach mal. Hilfe. Momentchen mal. Genau, hier kommen wir rein. Das heißt, wir müssen jetzt nach links. Dann kommen wir in den großen Raum. Wenn wir in den großen Raum sind, müssen wir wieder nach links uns ein bisschen drehen. Dann folgen wir dem Gang und sind wieder drin. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Okay. Aber ich hab doch... Nach links drehen? Ach, und dann nochmal nach rechts. Scheiße. Genau, dann kommen wir in den großen Raum. Okay, das mit dem Ducken hätte ich auch vergessen. Ach, kacke. Ja gut. Ich hätte mir den Weg doch ein bisschen besser einbringen sollen. Da hätte ich vielleicht doch so zurückgefunden, aber gut. Hauptsache, wir sind wieder raus. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe mal, es ist jetzt nicht so schlimm, dass wir eine verschwendet haben. Ich meine, eine haben wir ja wieder bekommen. Von daher... Oh, ich will hier... Mann, warum geht das Ding nicht auf? Scheiße, ich hasse den nicht. Oh, noch Leuchtstofflampen. Wie 2019 ist das denn bitte? Alter. Bestimmt auch noch mit Trafo-Vorschaltgerät hier, Alter. Oh, eine Dose Ravioli. Ah, schau mal einer an. Da waren wir gerade drin. Okay. Ah, das war nicht so viel. Das auch nicht. Da gibt's überhaupt mal was. Die Sache ist, ich bekomme glaube ich auch Hunger, wenn wir hier diverse Stamina immer wieder herstellen müssen, ne? So, ist hier was? Nö. Gut, dann speichern wir mal ganz kurz. Oh, ja, wir sollten definitiv speichern. When deep in combat, you can dodge incoming enemies' attacks with your evade ability. Press the movement key and the one key shift. Ja, bei mir ist das die E-Taste. To dodge in the desired direction. Also das, was ich auch am Anfang gezeigt habe mit diesem Springen, ne? Dass man quasi zurückspringen oder vorspringen kann. Oh ja, Quick Save. Uns steht also wahrscheinlich ein Kampf bevor.
Dann speichern wir auch nochmal. What the fuck? Hä? Moment mal. Wieso konnte ich gerade nicht zuhauen? Ist doch Linksklick. Jo, ist Linksklick. Moment mal. Erst werfen und dann... Ja, das geht. Hä? Wieso ging es jetzt gerade eben nicht? Was ist denn jetzt los? Gut, okay. Probieren wir es einfach nochmal. Oh! Das ging ja schnell. Easy. Okay. Die Frage ist jetzt, ist das nur noch mehr? Oh, ich hasse das, wenn jeder Moment was von hinten kommen kann. Wow, was war das? Also dieses komische Geräusch ist immer noch da, ne? Ist hier noch jemand? Ein Schlüssel! Ein Important Key Found. Gut, der andere Schlüssel war zwar eigentlich auch important, ohne den kommen wir, hätten wir auch nicht weitergekommen, aber okay. Was jetzt den Schlüssel so importanter macht als den anderen? Gute Frage. Hallo? Ich komm auf hier. Ah, von hier kamen wir. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier hinten rechts umlang. Gut, war wirklich nur ein einziger. Sehr schön. Salamis. Oh, Alter, wie viel man jetzt hier transportieren kann. Ich finde das so geil. Normalerweise wäre unser Inventar früher, also ne, bei der alten Version, die ich damals gespielt hatte, schon längst vollgelaufen gewesen. Und wir haben gerade mal die Hälfte an Gewicht. Wir haben 100 von 180. Das ist so geil. So, wir haben wieder Hunger. Wir können also mal eine Salami essen. Dankeschön. Und einen Apfel. Dankeschön. Sehr gut. Ansonsten sind wir hier fertig, oder? Ja, genau. Hier ist wieder der Anfang. Gut, dann speichern wir mal. Wir haben einen Schlüssel gefunden, auch wenn ich gerade nicht weiß, wo wir den einsetzen könnten. Haben wir irgendwo eine Tür, wo wir nicht reinkamen? Ich meine, wir hatten ein paar Türen, da stand locked. Aber locked heißt, glaube ich, dass wir da gar nicht durch können. Und wenn wir einen Schlüssel brauchen, dann steht da auch Key needed. Wer bin ich jetzt gerade? Ich bin Ah, genau. Ah! Alter! Okay. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um mal ein Health Pack zu benutzen. Bluten tun wir auch, aber nur zwei Stück. Boah, doch. Da bluten wir lieber aus. Da brauchen wir nicht so eine Bandage extra. Lol. Also die Geister halten echt relativ wenig aus. Was war das? Ach, noch mehr Bandagen. Ey, wie geil, dass er jetzt die Sachen, die man zuletzt gefunden hat, auch hervorhebt. Das ist auch definitiv neu. Aber geil. Die Frage ist, kommen jetzt hier noch mehr Geister? Vor allem, wo kam das einmal her? Wir waren doch hier bereits vorher. Ah, siehst du, genau, hier ist zum Beispiel Lock. Und lockt halt, glaube ich, dass man hier gar nicht durchkommt. Das heißt, wir müssen irgendwo hin, wo wir noch gar nicht waren. Aber wo ist das? Haben wir irgendwas übersehen? Ich meine, hier war ja dieses komische Gezitter, dass hier diese Typen waren. Kann natürlich sein, weil wir sind vorhin erst hier lang gegangen und dann zurückgekommen. Und beim Zurückkommen kam dann dieses, dass hier diese beiden Typen rumgezittert haben. Das heißt, wahrscheinlich war das gar nicht vom Spiel gedacht, dass wir schon direkt zurückgegangen sind, sondern dass wir quasi auf dem Heimweg da einen Hinweis bekommen, dass wir in die Richtung laufen sollen. Wir gehen also einfach mal zurück und gucken mal, wo wir hier hinkommen, ob wir hier irgendwas tatsächlich übersehen haben. Ich habe zwar eigentlich überall hingeguckt, aber eine Tür habe ich jetzt irgendwo nicht gesehen. So, wir kommen von...
Ah, klar, hier. Okay. Manche interagieren einfach gar nicht. Gut, aber hier geht's auch noch weiter. Ah, unlock this key. Yay. Oh, eine Schere. Cannot be repaired. Okay, okay. Kann also nicht repariert werden. Verursacht nicht sehr viel Schaden. Kann mit einer Hand benutzt werden. Waffe hält nicht sehr lange. Und primäre Attacken verbrauchen nicht sehr viel Stamina. Aber ganz ehrlich, wenn die nur so schwach ist. Gut, besser gar keine Waffe. Ich meine, wir haben ja bisher nur so ein Werkzeug. Und hier sieht man auch schon, die hat so einen grünen Balken. Das heißt, die nutze ich definitiv, wie gesagt, ab. Ist ja auch klar. Steht da ja auch. Wenn verbraucht, dann kann sie auch nicht repariert werden. Das heißt, wir nutzen die einfach mal, bis wir was Besseres finden. ja. Habe ich die jetzt? Genau, auf Quickslot 3. So. Dann haben wir die immer ein bisschen parat. Moment hier mal. Kann man hier, kann man nicht? Ach da. Ah, okay. One-handed attacks only. Heißt wahrscheinlich, dass man damit keine aufgeladenen Attacken machen kann. Also diese sekundären Angriffe. So, hier geht es offensichtlich weiter. Oh, da liegen ein paar Sachen auf dem Boden. Ein Rohr. There is no use in dispatching them. You might as well leave them there to fester. Okay. Wenn du das sagst. Oh, ich dachte, da kratzt den Feinde da hinten. Aber es sind einfach nur verbrannte Upsala. Item Combine Repair. You can combine items in total chaos. You open inventory and place items in the combine panel. If success, combine is found, an item will appear in the combine result panel. This can be used to repair broken weapon tools. Ach stimmt, habe ich noch gar nicht gezeigt hier, ne? Hier unten das Ding. Das da. Was machst du? Primary Attack Damage 8. Ach cool, ich sehe jetzt gar, wie viel Damage die machen. Oh, 37. Auf jeden Fall mehr als das Ding hier. Ah, aber das sind keine sekundäre Angriffe. Das ist natürlich geil. Gut, dann würde ich mal sagen, dann bevorzugen wir auch das Ding lieber. Wenn das Ding auch sekundäre Angriffe machen. Und da immerhin 80 Schaden. Also, Can Heavy Attack. Ja, sehr cool. Sehr cool, das Ganze. Und was ist das hier? Ah, wir haben so einen Stock bekommen. Yay, das heißt, wir können jetzt unsere ersten Sachen machen. Das hier zum Beispiel. Und dann das hier. Oh, ist das cool. Man hat hier sogar schon eine Vorschau. Das heißt, man kann sehen, was man damit macht. Okay, das Ding würde 30 und 90 Schaden machen. Wir haben aber auch nur so einen komischen Hammerkopf bekommen. Was würde der denn machen? Der macht ja gar nichts. Okay. Weg damit. Gut, dann würde ich mal sagen, das Ding hier nehmen wir mit. Hallo? Ach nee, da rein. Und dann haben wir hier tatsächlich noch ein Werkzeug, was ein bisschen, nur ein bisschen mehr Damage machen kann. Achso, das Ding ist jetzt irgendwie da rein. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück. So. So, jetzt haben wir quasi... Kann das hier eigentlich kaputt gehen? Achso, ja klar, hat den grünen Balken. Muss also kaputt gehen. Okay, kann auch nicht repariert werden. Das Ding kann aber repariert werden. Okidoki. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Achso, das ist die Schere, die brauchen wir definitiv nicht. Da ist der Hammerkopf, den brauchen wir auch nicht. Da brauchen wir mal unser Werkzeug hier, wo wir Sachen kaputt machen können. Denn da geht es offensichtlich weiter. Halt, von da kamen wir hier, oder? Ja, genau. Von hier kamen wir. Das heißt, wir waren hier noch nicht. Hallo, Monster? Keine. Oh, eine Flasche Mineralwasser von höchster Qualität. Güteklasse A, Triple Plus. Tea glad you well to return to the contractors. How would you like to start next week? We have a lot of backup work we need to get on top of.
Last year we hectic, but 86 is looking to be worse. Warum ist dieses 68 da kleiner geschrieben? Müssen wir das irgendwie merken? Gibt's hier Tresore? Sind wir hier bei The Last of Us oder was? Glad to have you on the board. Okay, ich meine, das Schöne ist, wir heben die Zettel ja auf, ne? Das heißt, wir können, ne? Vielleicht ist die 68, was? Okay, mit den Feldtasten steuere ich die Maus. Gut, das heißt, ich muss hier unten manuell draufklicken. Genau, wir können uns die alten Dinger immer wieder angucken. Vielleicht ist die 86 besonders, weil die ist halt hier so dünn geschrieben. Und ich meine, das ist ja alles mit der Schreibmaschine geschrieben. Es gibt also keinen Grund, warum die 86 hier kleiner geschrieben ist. Außer er wollte sie irgendwie hervorheben. Na? Siehst du, wie in die Zettel eigentlich was? Garantiert 10 Pfund pro Zettel, ne? Kann das sein? Was haben wir gerade bekommen? Da oben. Stimpack. Und wieder Leuchtfeuer. Wir haben wieder zwei Stück. Das heißt, wir können wieder irgendwo rein und rausgehen. Das ist ja schön. Aber wie kurz die Dinger gerade mal halten, ey, das ist ja schlimm. So, wir speichern mal ganz kurz. What the fuck? Halt. Das hier? Ja. Aua! Alter! Oh, die machen aber echt schon viel Damage. Gott. Komm her. Komm mal her. Hä? Was ist mit dem los? Wieso treffe ich den nicht? Geht doch. Oh, wir verbluten. Okay, das ist nicht so gut gelaufen. Okay, das heißt, die Kampfsteuerung ist echt noch ein bisschen nicht ganz so geil. Weil das eine Mal habe ich gar nicht getroffen. Oh, siehst du, zweimal richtig treffen, recht aus. So, ansonsten, die Steuerung ist echt ein bisschen scheiße. Ne, normalerweise ist es so, wenn ich rechts klicke, das heißt, ich habe unten links, sieht man ja diese zwei Balken. Das obere davon ist Leben, der untere ist Stamina. Und wenn ich jetzt Stamina verbrauche, dann kann ich auch kein aufladen. Das heißt, ich kann nur so viel aufladen, wie ich auch jetzt gerade denn habe. Das heißt, bevor ich eine Waffe nutze, muss ich erstmal warten, bis mein Stamina komplett aufgeladen ist. Dann kann ich die Waffe quasi aufladen. Und ja, wenn ich das einfach loslasse, lässt er die Waffe einfach wieder los. Das heißt, ich muss im Ausgeholten dann die linke Taste klicken. Das ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber gut. Ich meine, warum habe ich das gerade geladen? Egal. Wenn man es weiß, weiß man es. Ist aber echt ein bisschen seltsam. So. Oh, und man kann nur sehr, sehr langsam laufen. Ah, guck mal her. Gott, kann man nur langsam laufen, Alter. Ist ja echt super langsam mit der Waffe. Ich meine, so sprinte ich, so laufe ich normal und so laufe ich mit ausgezogener Waffe. Das ist ja kriechen. Alter, das ist ja wirklich nicht so schön. Vor allem macht es auch technisch keinen Sinn. Ich meine, warum sollte man nur, wenn man eine Waffe auf Anschlag hat, denn nur noch so super langsam laufen können? Das macht technisch überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Nicht alle Spiele sind dazu gedacht, Sinn zu machen. So. Dann gucken wir mal. Oh! Wir sind im nächsten Chapter. Ja! Chapter 2. Decay. Auch wieder Intro? Nö. Kein Intro. Diesmal. Okay. Dann, genau, von hier kommen wir. Oh, man kann nicht zurückgehen ins alte Chapter. Schade. Was ist das hier? Torbis. Some items can be... Achso, so wie unsere Glasflasche quasi. Ach, das sind Steine. Ich dachte, das sind Äpfel. Schade. Ich dachte, wir haben schön viele Äpfel. So. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Wir haben 7 Steine und 3 Ziegel. Oder würde ich mal sagen, nehmen wir die, die sehen schwerer aus. Hoffentlich machen sie dann auch mehr Damage. Moment mal, was? Wollen wir jetzt gucken. Also der hier, 1,5. Ja genau, 2,8 pro Stein. Warum sieht man hier nur noch das Gesamtgewicht? Ach nee, das ist Einzelgewicht. Ah, okay. Okay.
Hoffentlich machen wir auch wirklich mehr Damage. Oh. Oh, ich will da hin. Aber da ist ein Schalter. Vielleicht kommt man da später hin. Kann man so einen Schalter auch abwerfen? Kann man halt wirklich. Wie geil ist das denn bitte? Okay, gut, dann prüfen wir das doch ein bisschen besser, ne? Auf den ersten Schlag. Ich meine, gut, wir würden das Ding jetzt sogar wieder zurückbekommen. Digga, wie schlecht kann man eigentlich sein? Aber ist doch in der Mitte. Hä? Ich ziel doch genau auf die Mitte. Geht doch. Ach, schau mal, die Dinger gehen kaputt. Och, nö. Das ist ja hässlich. Moment, ich mag ihn. Ist ja scheiße, Alter. Okay, das heißt, wir müssen definitiv aufpassen. Wir haben also gerade mal 11 Schuss insgesamt. Und dann sind die Dinger verbraucht. Das ist natürlich nicht so gut. So, kommen wir hier raus? Ne. Ne. Moment, mal, von da kamen wir. Oder? Ne, von hier kamen wir. Stimmt, das war jetzt hier zu unserer Linken. Das heißt, kommen wir hier weiter? Ja! Ja! Okay. Ist das ein H oder ein K in der Mitte? Ach nee, ist ein R! Jared H. Miller. Brauchen wir einen Key für. Oh, eine fucking. Das ist eine Schrotflinte. Leck mich am Arsch. Okay, direkt mal hier. Falsche Waffe. Ich wollte die 3. Was? Okay, klang gerade wie, als wenn das Geräusch von weiter weg kam. Aber das war er wahrscheinlich. So, kommen wir jetzt hier irgendwie rein? Oh, hier ist was. Nein, wir kommen nicht rein. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich da vorne durch die Tür. Mein lieber Herr Miller. Was stimmt nicht mit ihm? Okay, das wird open from this side. Dann müssen wir also auf die andere Seite. So, unsere Ziegel sind schon mal leer. Ja. Wir brauchen 2 Ziegel. Nee, wir brauchen mehr als 2 Ziegel für einen. Das ist natürlich nicht so schön. Ist es nicht da hinten gerade zugegangen? Meint ihr da mit diesem Miller-Lager da hinten, da wo wir gerade waren? Okay, wir brauchen einen blauen Blockschlüssel. Achso, das ist. Ja. Das hinten ist wahrscheinlich einfach der blaue Block. Ja, Blue Block. Ich wollte gerade sagen, was zur Hölle ist ein Blockschlüssel? Also ich kenne Blockflöte, ja. Und ich kenne Blockschrift. Aber ein Blockschlüssel? Oh, noch eine Axt. Ja, tatsächlich noch eine Axt. Ist sie genauso stark wie unsere? Ja, tatsächlich. Cool, wir haben also 2 Äxte. Na gut, ich meine, jede wiegt gerade mal 8 Pfund. Oha, wir haben aber schon 160 Pfund. Ah. Die Sache ist. Wisst ihr was? Wir kommen ja hier hinten wahrscheinlich noch mal durch. Das heißt, ich lege einfach mal hier ein paar Sachen ab. Dich zum Beispiel. Ne, warte mal kurz. Bist du jetzt die bessere? Doch, genau. Die ist noch komplett heile. Du kannst auch hier hin. 40 Pfund, Alter. Weg mit dir.
Das können wir direkt mal kombinieren. Hiermit. Ach, guck mal an, die Dinger wiegen sogar gar nichts. Lol. Das heißt, die kann ich direkt auch mal extra packen. Die Sache ist, können wir die Sachen endlos weit stacken oder nur bis zu einem bestimmten Wert, so wie bei Mindtest oder bei anderen Spielen ja auch, wo man nur bis, weiß nicht, 16 oder 64 oder so ein Scheiß stacken kann. Dirty Water. Wodka. Sehr schön. Was können wir eigentlich hiermit machen? Scrap Metal, Rack, Empty Bottle, Nail Box. Okay, dann können wir Splitterbomben bauen wahrscheinlich. Dirty Water. Immerhin 5 Pfund. Schmeißen wir weg. Also legen wir hier ab natürlich. Das Zeug wollte ich sowieso wegwerfen, ne? Weg mit dir. Und dieses vergammelte Fleisch, das packe ich mal komplett extra, weil das brauchen wir definitiv nicht. Hier hinten ist so eine schöne Ecke. Ein Mülleimer. Wie viel bist du eigentlich? 7 Pfund. So, und schon haben wir nur noch 80 Pfund. Ist doch geil. Speichern. So, was ist das denn hier? Ah, die Tabletten kenne ich sogar noch. Oh, die wiegen auch nichts. Sehr schön. Also wenn es so viel früher gibt es zwei verschiedene Arten von Tabletten. Einmal weiße und einmal rote. Die weißen, die machen irgendwas und die roten irgendwas anderes. Lower damage caused by radiation. Okay, also das hier sind diese Jod-Tabletten. Die gegen Verscheiße. Verstrahlung helfen. Oh ja, später erwartet uns auch noch ein sehr schöner Kampf, auf den ich mich jetzt schon freue. Oh, die können echt Sachen werfen, ich glaub's nicht. Die Arschlöcher können echt Sachen werfen. Eine Spritze. Aha, und dann haben wir auch die roten Tabletten und die reduzieren Blutung. Okay, also so eine Blutstopper-Tabletten. Schade, ich dachte, eine von den beiden regeneriert unser Leben. Oder gab es noch einen Tablettentyp, der wieder Leben regeneriert? Mal kurz, hier geht's weiter, da geht's weiter, geht's auch noch weiter. Alter, ich hasse, wenn so viele Wege vorhanden sind. Was? Oh. Ach, siehst du, wir werden noch Steine. Okay. Ah, okay, ja gut. Das macht vielleicht sogar Sinn. Die Ziegelsteine, weil die Ziegelsteine relativ zerbrechlich sind, die gehen kaputt. Aber das hier sollen wohl Natursteine sein. Und ja, die bleiben, also tatsächlich kann man die wieder aufsammeln. Not bad. Not bad. Not bad. So, halt hinten. Ging es hier noch weiter? Super, verschlossen. Hat sich auch echt voll gelohnt. So, dann haben wir hier noch einen Weg und noch ein paar Kisten. Haben wir die Kisten kaputt gemacht? Ja, doch. Naja, nichts drin. Auch nichts drin. Oh. Ein paar schöne Sachen, die das Leben schöner machen. Oh, dieses Lichtgeflacker hier ist ja... Alter! Scheiß Leuchtstofflampen. Scheiß DDR-Produkte hier. Alter, Kacklichtgeflacker, weg da. So, müssen wir mal kurz gucken hier. Wir haben mittlerweile 8 Äpfel. Oh, Alter, das verursacht aber Verstrahlung. 4 Stück. Direkt weg damit. Das geht ja mal gar nicht. Ah, okay, Stimpak ist auch um Leben wiederherzustellen. Verursacht aber dafür sowohl Blutung als auch Hunger. Gut, Hunger ist kein Problem. Blutung. Okay, es ist gerade mal ein Block für Verblutung. Das sollte also auch kein Problem sein.
Da können wir die Dinger also tatsächlich als Backbone benutzen. Na? So, mal speichern wieder. Da kann ich auch genug speichern. Oh oh, definitiv nicht. Gut, wir haben die Steine, nicht vergessen. Hallo? Stopp doch! Oh oh. So, die drei. Was macht der denn da oben? Jawohl! Alter, was macht ihr denn für Geräusche? Oh, wir haben gerade Kleber bekommen. Oh, Alter, ich will immer mit Escape raus. Oh mein Gott. F. Oh, der will werfen. Der macht mir nach. Der macht jetzt schon wieder nach. Ach, der wirft Glas. Was ist das für ein Arsch? Auf Sachen werfen habe ich das Monopol. Das Ding packe ich mal woanders hin. Das geht mir gerade bis auf den Sack hier. Sachen, die wir nicht brauchen, werfen wir am besten immer in irgendwelche Ecken. Das stört es wenigstens nicht. Weg damit. Ah, da liegt es gut. So. Hütchen, können wir mal kaputt machen hier? Der hat ja voll viel gebracht. Uah. Hä? Scheiße. Ach so. Ja, wow. Ich muss also immer wieder hier in meinen Werfslot packen. Ist natürlich ein bisschen ungewohnt. Kann man leicht vergessen. Na, noch voll daneben hier, Alter. Du bist doch voll daneben hier. Kommst du jetzt mal runter? Also das läuft eigentlich relativ gut hier, ne? Ein paar Steine werfen, dann nochmal mit der Waffe zuschlagen, ist echt nicht schlecht. Vielleicht habe ich mich dann am Anfang doch ein bisschen dumm angestellt, wo ich dachte, dass meine Waffe nicht getroffen hat. Verschlossen. Ach, leck mich doch. Eine leere Spritze, okay. Stimpack haben wir noch bekommen. Jo. Mehr erstmal nicht. Aber gut. Alle hol. Ah, wir haben Alkohol und ein Tuch bekommen. Das heißt, wir können direkt wieder hier so komisches Dings machen. Und manchmal hier raus kann man das machen und hier raus. Das heißt, wir sollten dann vielleicht doch das hier nehmen, weil das wiegt mehr als die andere Flasche. Das heißt, wir spannen am Ende mehr Gewicht. Ja, ja, clever muss man sein. Ist das wieder dieses vergammelte? Ja, direkt weg. Auch keine Sau. So, da geht's weiter. Da hinten geht's aber auch weiter. Oh, Quicksave, das heißt, da sind Monster. Ja, diese Quicksaves verraten immer ein bisschen das Spiel, ne? So, da ist ein Regal. Da kann man offensichtlich hin. Schneller als die Steine zu werfen. Ist noch mehr? Nein. Was ist das denn bitte?
Nein, nicht U. Oh, ein kaputtes Messer. Knife Repair Kit. Oh Gott. So, hier haben wir wieder verkammeltes Fleisch. Ja, weg damit. Okay, das heißt, diese komischen Fleischdinger brauchen wir gar nicht mehr aufsammeln. Da scheint es nur diese beiden Typen zu geben. Das nimmt uns ein bisschen Arbeit ab. Wo geht es jetzt weiter? Hier. Referenten noch was? Nö. Gut, dann gehen wir den Weg da lang. Alter, wie verzweigt das hier ist. Ich glaube, ich mache erstmal Folgenpause hier. Das ist ja. Ich trappe einfach wieder raus. So ungefähr. Easy. Na dann. Bis später denn.